Nix. Willkommen zu dem Video, was machen wir heute, eine Tour, die der Max und ich eigentlich schon lange gemeinsam machen wollten. Wir haben 2016 im Dezember mal abgebrochen, kurz vor der Blaujahrsspitz. Im Juni 2017 habe ich nachher die Tour vollendet und der Max hat es zwei Wochen später nach mir dann auch vollendet und heute vollenden wir die Tour gemeinsam, was mich voll gefreut. Ja. Wir gehen im wunderschönen Berchtesgadener Land über den Blaueisgletscher auf die Blaueisspitzaffe, da stehen wir jetzt gerade. Und hinter uns in Top-Bedingungen die Nordostrin auf dem Hochkalteraffe. Und vor haben wir, dass wir durchs Ofental runtergehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ist ein richtiger, schöner alpiner Klassiker da im Berchtesgadener Land. Dann unbedingt dranbleiben. Viel Spaß mit dem Video. Herrlich. Morgen, liebe Leute. Morgen, morgen. Auf geht's. Auf der Gauf ist auf. Ist der lange Hosen dabei? Nein. Nicht, dass wer einen Zeitungsartikel schreibt. Ich möchte unbedingt einmal im Berchtesgaden Anzeiger stehen. Achso, das war Werbung. Ja. Heute hättest du gute Chancen, weil ich dabei bin. Ja. Du bist mir schon voraus. Umleitung, musst weitergehen, dass du zu Hitten kommst. Ja, wir haben uns gerade ready gemacht für einen Gletscher. Da hinten von der Blaueishütte kommen wir her. Zustieg ca. 2 Stunden zum Gletscher. Da hinten steilt er auf. Endlich wieder mal da. Mein Max war eh schon mal oben, Blaueisschortner. Und ein Jahr drauf, 2017, habe ich die Tour schon mal gemacht. Der Max 2 Wochen nach mir ungefähr 2017. Heute machen wir es gemeinsam. Übrigens, Max sein Insta-Account verlinke ich euch unten. Schaut da unbedingt einmal vorbei. Hat voll die coolen Fotos. Let's go! Ein Sommerfrischlammgletscher. Aber wenigstens hat er Jacken an und Helm auf. Ich sag's euch! Wenn ich den Arme über meine kurze Hosen auflege, dann gehe ich das nächste Mal mit Lederhosen und Hut über den Watzmann drüber. So schaut's aus. Im oberen Bereich des unteren Blaueisgletschers, der ist eigentlich schon voll trennt vom oberen, und zwar durch den Felsabbruch vor uns. Eigentlich nur noch Toteis da.
Das da war einmal eine Lawine. Schön, gell? Voll. Herrlich. Voll die Temperaturen auch sehr angenehm. Ja. Einfach nur herrlich. Du tust denn da auch nicht heute? Nein. Zum Saufen gab es gut. Ja. Nur Morgengleis kriegst du, wenn du zu viel Wasser trinkst. Ja. Gescheiter Bier, gell? Ja, so ein Nädelstoff. Das war schon was. Jetzt im oberen Teil. Und ab jetzt steilt es auf. Da vorne bis zu 50 Grad. Zwei Leute sind drei. Schauen wir mal, ob wir es noch treffen. Ich sag's euch, wenn das so weitergeht, brauchst du heute nicht einmal einen Picke da rauf. So gute Verhältnisse, ein Wahnsinn. Wurscht, wie steil das ist. Wir sind da jetzt gerade beim Ausstieg vom Blaueisgletscher. Das ist der steilste Bereich. Und ich muss sagen, ich bin leicht verwundert. So flach wie heute habe ich das noch nie erlebt. Zweimal bereits sind da herum gewesen. Und da war es immer deutlich steiler. Ich meine, es werden wahrscheinlich wieder einige falsch auffassen, wenn ich da sage, das ist Bredel eben da oben, aber es ist heute echt nicht steil, oder Max? Nein, tut gut. Passt gut. Das ist voll super. Ja. Genial. Nein, was hat es denn da? 40 Grad plus. Vielleicht an die 45. Und überhaupt. Und da vorne sind Ski in der Rundkluft. Ausstieg. Gewaltig, ha? Mega gewaltig. Mega gewaltig. So fest zum Wasserstapfen da. Raum. Aber die Kluft kommst du auch noch super drüber. Perfekt. Perfekt. Max gerade da bei der ersten Randkluft. Da steilst du mal ein bisschen auf, dann bist du wieder in der Spur und nachher wird es noch einmal steiler. Das sind einfach perfekte Verhältnisse heute. Ja, die vor uns, die sind überhaupt ohne Steigeisen gegangen, gell? Die sind da ohne Steigeisen raufgekommen. Ja, nein, das siehst du da in den Spuren. Voll arg.
dann weißt du, wie gut dass die Verhältnisse sind. Also da leiht es kurze Hosen auf jeden Fall, ja, wenn du denn da ausrutscht. Genau. Und es könnte sein, dass du ein wenig offen bist. Genau. Aber uns ist das eh bewusst. Genau. Schauen wir mal, ob sich Zuschauer und gewisse Redakteure auch bewusst ist, dass uns bewusst ist. Schauen wir mal. Wird sich alles weisen. Ja, genau. Ja, also wir zeigen es euch, wie wir früher gegangen ist, da haben wir uns, der Stefan hat das gesagt, oder? Ja. Vor 2 Jahren scheinbar überhaupt eine Stahlseil alleine gehabt. Ja, so viel passiert ist anscheinend. Okay, da ist viel passiert, ja. Weil da, wie wir aufgegangen sind, sind immer nur so Rebschnell da drin, ja, gewesen. Und da sind wir da auf. Ja. Wir sind da führen, dann sind wir da umgequert. Ja. Und dann eh da aufgegangen, wo ich jetzt danach, oder wo wir aufgegangen. Ja. Ja. Nimmt den ganzen alpinen Charakter ein bisschen weg, aber... Das ist ja der Klettersteig, ja, ohne Trittstift. Genau. Vielleicht B, da rauf. Naja. Ja, genau. Geil. Super. Servus. Servus, Radio. Was sagt die Uhr? Wie spät ist? Ah, super, 20 vor 9. Gehen wir auf die blaue Spitze noch, oder? Schauen wir, ja. Ist nicht weit. Sehr cool. Das machen wir. Da vorne ist sie. Geil. Hammer. Da hinten durch die Rinne gehen wir jetzt dann auf dem Hochkalter noch ein weiter. Vorher noch ein bisschen einschmieren. Genau, ja, weil jetzt geht es in den Zahn. Und dafür eine kurze Armleg. Ja, das auf jeden Fall, dass es zur Hose passt. Welle. Ja, aber da muss ich mir die Füße auch einschmieren. Heute. Nein, dann müssen wir da kurz queren, was ich mich erinnern kann. Da ist ja nicht schwer, das ist maximal 1er-Gelände.
Schon geil, gell? Ja. Kerl von der Blaues spielt über dem nördlichsten Gletscher der Alpen. Und zwar über dem Blaues Gletscher. Da ist das wunderschöne Gipfelkreuz. Der Max. Ja, und jetzt gönnen wir uns einmal ein bisschen eine Pause und hinter uns das nächste Ziel, der Hochkalter, durch die Rinnaufe. Ich freue mich schon richtig. Bisschen einschmieren und essen, ja. Gell? Und ganz ein schöner Gruß geht raus an die zwei Skitourengeher aus dem Berchtesgadener Land, meine sind's. Die wir vorher getroffen haben, hat mich voll gefreut. Ja, von der Blauen Spitze sind wir jetzt wieder retour. Abstiegsweg ist gleich Aufstiegsweg. Max geht in die Eisen rein. Da vorne gehen jetzt nicht, es war schon die Rinnaufe. Ganz praktisch für uns. Haben wir eine Stapfspur. Was tun wir jetzt? Juhu, wir gehen am Berg, oder? Juhu! Wagen wir es? Sicher. Gewaltig.
Das geht rein, gell? Das gut. Geht rein. Ja. Brennen uns die Schenkel. Ja. 100 Höhenmeter noch. Also das Ziel in Sicht. Ja, auf jeden Fall. Beim Übergang aufpassen. Aber da sind auch irgendwelche, da ist auch locker, da ist vielleicht auch gescheiter. Ja, ich weiß nicht, halt, durchkommen schon. Aber man muss da aufpassen auch, gell? Was ist das? Das ist. Ja, da kommen jetzt die Steile heraus. Also, das hat da schon. Gute 45 Grad hat das da schon. Sauber, Max. Bei der Schwarten oben ist der Ausstieg. Bergheil. Okay, Bergheil. Bleibt's geil. Ah, Wahnsinn. Wo geht's ruhig? Bergheil. Bleibt's geil. Ah, Wahnsinn. Wo geht's ruhig? Schön. Ja, die obligatorische Gipfelaufnahme, auf die haben wir heute gepfiffen. Es war wirklich sehr viel los. Ganz ein netter Gruß geht an jeden aus, den wir getroffen haben. Und natürlich auch an jeden, der hier noch zuschaut. Wir steigen jetzt über das Ofentor ab. Es liegt extrem viel Schotter da. Da. So schaut es aus. Fisch, gell? Voll kommod. Voll kommod. Boah, graziös, wer gerade zu hören hört. Ist das schon ein Bagger, oder was? Ja, sicher. Graziös, wer gerade zu hören. Oder wie heißt das Tier mit Rüssel? Kuhnasenbär. Oder meinst du das Tier mit Rüssel? Ja. Das ist der kleine Franzi. Der Franzi. Kann aber ganz groß werden. Ja, wenn er aufgeregt ist, oder? Ja, sicher. Vor allem im Sommer, da ist er immer heiß. Hilft nichts. Pulver! Gewaltiges Pulver! Geht der hin? 3, 2, 1, Start! Du bist der Mozart der Mausefalle, der Paganini mit der Schichuschnalle, ein Virtuose in der Jethose. Gewaltig schöne Schnee. Da machst du Meter, he? Das ist geil. Das ist geil. Kann nicht einmal Winter sein. Nein, das haben wir sich verdient. Ja.
Da außen geht richtig was weiter. Super. Nein, nichts, dreiviertel acht. Ich glaube, jetzt waren es 20 nach 4 und wir chillen schon über eine Stunde lang. Es ist richtig gewaltig und darum machen wir jetzt gerade das Resümee am Parkplatz Seeklause in Hintersee zwischen Ramsau im Berchtesgaden und Hintersee hinten zur Tour auf dem Blaueisspitz und auf dem Hochkalter über den Blaueisgletscher rauf und durchs Ofental runter. Max, wie hat dir die Tour gefallen? Ja, die Tour war fesch, es war zwar richtig heiß, im Ofental liegt noch genug Schnee, haben ein bisschen Meter gut gemacht, aber der hat schon zurück da zum Parkplatz, der ist nicht gerade sehr fördernd für die Tour, dass er attraktiv bleibt, aber gehört auch gemacht. Ja, das gehört dazu einfach. Und bei den Verhältnissen sowieso. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich glaube, dass, so wie es wir heute gemacht haben, mehr oder weniger so gut wie alles durch die Rinnen auf dem Hochkalter, ich glaube, dass da fast in einer Woche zusammengekommen sein müsst, ja, und es wäre so warm bleibt. Und so warm bleibt. Also das war echt, es waren noch echt sehr gute Verhältnisse, aber es wird jetzt sicher von Tag zu Tag schlechter. Einmal war ein Übergang vom Schnee auf den Fels, wo unter Berg schon 3 Meter runtergegangen und ja, da musst du halt echt voll Obacht geben, aufpassen, dass du nirgendwo durchbrichst und dass du halt da nur draufsteigst, wo du halt draufsteigen darfst und wo es halt das der Leid. Aber wenn der Schnee weg ist, dann kannst du die Tour trotzdem noch machen, dann musst du halt mehr durch den Fels kraxeln. Vor uns ist der Philipp Reiter. Affe. Der hat sich gar nicht, der hat sich gar nicht absetzen können heute. Nein, von uns. Der darf jetzt zugeschauen müssen, ja. Was ist da los? Nein, echt, den hätten wir fast noch, der schnupft bis auf den Gipfel Affe. Ja, fast nicht, aber er hat sich zumindest nicht abgesetzt. Aber ich glaube, er war heute voll entspannt unterwegs. Ja, generell die Tour, maximal 50 Grad, gell. Mir ist heute überhaupt nicht steil vorgekommen, muss ich sagen. Nein, hat gut gepasst. Maximal 2 Gelände, viel Bruch drinnen. Ja, beim Abstieg ist ein Haufen, ja, Bruch drin. Extrem viel. Insofern da ein ist zum Aufpassen. Ja, aber an und für sich Wegfindung sehr logisch. Wenn du so Blaues hinten auffindest, kannst du den Blaues Gletscher nicht verpassen. Wenn du den verpasst, dann hast du da oben eh nichts verloren, weil, ja, sorry, gerade zurückgehen und da ist schon der Gletscher, wenn du das nicht schaffst. Ja. Kommt das Thema Turnplanung? Ja, Turnplanung war dann wieder so ein heißes Thema. Ja. Ja, und ansonsten, ja, es war voll geil am Gipfel oben. Haben wir einige Leute getroffen. Da vorne sind jetzt zum Beispiel einige gerade davon. Schöner Gruß, geht raus. Es war richtig nett mit euch zum Ratschen. Und ja. Wie immer schön am Hochkalter, richtig lässige Geschichte. Haben wir was fertig vergessen? Aber glücklich. Ja, fertig aber glücklich. Aber ich glaube, das. Geil, bleibt's geil? Ja, das kommt noch einmal. Aber fertig aber glücklich, deswegen weil 2 Bier, gell? Ja. Boah, das war so gut. Die haben wir sich auch verdernt. Die haben wir uns richtig verdernt. Dass wir nicht dehydrieren, ja. Indem Sie in Fragen unten ein ins Kommentarfeld, wenn Sie nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren, graue Glocken aktivieren. Wenn Sie im Vorfeld Zugriff haben wollt, schaut euch die Kanalmitgliedschaft an. Aber jetzt darfst du es nochmal sagen. Verabschiedung. Wäre geil, bleibt's geil. So schaut's aus. Ganz gewaltig. Ciao, pfiat euch.